Herzlich willkommen. Ich bin Thomas von der Yoga Circle Berlin Akademie und in diesem Video bekommst du ja eine flowige Praxis von Basic Elementen. So, wenn du mit den Basistechniken vertraut bist in Yoga, kannst du diese Klasse gut praktizieren. Sie dient ja dazu, einfach dran zu bleiben, diese Basics weiter zu entwickeln und durch Wiederholung sie zu verfeinern. Was du vielleicht brauchen könntest, sind zwei Blöcke und ein Gurt. Los geht's. Setz dich in einen bequemen, aufrechten Sitz. Mit gekreuzten Beinen. Deine Wade ist frei, sodass du entspannt sitzen kannst, aufrecht. Und schließe nicht sanft die Augen. Fühl den Sitz, den du kreiert hast. Und fühl die Sitzknochen direkt verbunden mit der Erde. Und das ist die eine Qualität, in die du jetzt direkt hineingehst. Innerlich, energetisch schlag Wurzeln, Energiewurzeln vom Becken tief in die Erde hinein. Und wenn du das nicht fühlst, dann tu so, als wenn du es fühlst oder stell dir vor, wie sich es fühlen könnte. Und so nimm das Becken in Verbindung mit der Erde wahr. Dann richte deine Aufmerksamkeit zum Gegenpol. Das ist das Schädeldach. Fühl das Schädeldach klar und deutlich. Vielleicht ist es mehr punktuell, vielleicht flächig. Hab all deine Präsenz genau dort, an dem höchsten Punkt deines Kopfes, am Scheitel. Und von dem Punkt aus öffne dich hin zum Räumlichen, das, was über dem Schädeldach ist. Und weit hinaus, weit über dir hinaus, in den Himmel, ins Universum hinein. Und jetzt nimm beide Pole wahr. Sowohl das Becken mit der Erde, als auch das Schädeldach mit dem universellen Aspekt. Lass es in dir in einer Art Zentralkanalverbindung finden. Fühle sowohl als auch. Dann atme ein und führe die Hände vor dem Herzen zusammen in Anjali Mudra. Lass das sanft sein. Und so nimm wahr, dass du einen weiteren Raum hast in dir, den Herzensraum, wende dich dem zu. Dein fühlendes Herz. So, lass uns zu Beginn dieser Praxis zusammen einmal Om chanten. So, dass wir für uns einladen, was an Möglichkeiten für uns bereit liegt in diesem Leben, in diesem Universum. Atme vollständig aus. Dann atme ein für Om. Atme aus und führe die Hände zurück zu den Knien. Öffne langsam die Augen. Ich möchte als nächstes mit dir eine Runde Pranayama praktizieren, und zwar die Technik von Kapalabhati. Dafür atmest du schlagartig mit dem Bauch aus. Das ist aktiv, die Einatmung ist passiv. Wenn du damit nicht vertraut bist, mach das erst langsam. Führe die Hände über an Surya Mudra. Nimm die Spitze von dem Ringfinger zur Basis des Daumens, den Daumen direkt drauf auf den Ringfinger. Streck alle anderen drei Finger aktiv. Atme tief ein durch beide Nasenlöcher. Richte dich damit auf. Bleib aufrecht und atme langsam aus. Schließe dabei sanft die Augen.
Dann nochmal tief ein. Und noch langsamer aus. Entspann die Stirn, die Schultern, den Kiefer. Atme bequem in den Bauch ein. Und beginn. Führe das weiter fort. Atme schlagartig durch den Bauch aus. Lass die Einatmung passiv kommen. Und wenn das schlagartig stattfindet, dann entsteht von ganz alleine dieses Rauschen an den Nasenöffnungen. Bleib dabei. Fühl den Atem an den Nasenöffnungen. Fühl den Atem klar und deutlich, wie er dort vorbeifließt. Hab dort Präsenz an diesen Nasenöffnungen. Bleib locker. Bleib weich in der Stirn, locker im Kiefer, locker in den Schultern. Auch den Bauch, lass den locker. Und zieh ihn nur kurz und schlagartig an. Dann führen wir diese Runde langsam zu Ende. Verlangsame den Rhythmus. Und atme vollständig aus. Mach dich rund, roll dich ganz ein, um alles an Restluft rauszudrücken. Bleib in diesem Vakuum und richte dich auf. Zieh das Brustbein kraftvoll nach oben. Das Kinn zum Brustbein. Zieh die Bauchdecke nach innen, kontrahiere den Beckenboden, zieh ihn in sich zur Mitte zusammen und lifte ihn. Um einzuatmen, zieh das Brustbein nicht mehr ganz so stark nach oben, halt diese Kontraktion, atme ganz langsam ein. Dann halt den eingeatmeten Zustand und halt die Kontraktion im Kehlbereich, in dem Bauchraum, in dem du die Bauchdecke nach innen ziehst. Und im Beckenboden, indem du den Beckenboden zur Mitte zusammenziehst und nach oben hin hebst. Lass die Stirn weich für den Fokus auf den Punkt zwischen die Augenbrauen. Halt diese drei Kontraktionen, Kehlbereich, Bauch, Beckenboden aktiv, die drei Bandas und atme langsam aus. Mit diesen drei Bandas nehmen zwei tiefe Atemzüge. Im Kehlbereich hältst du eng, indem du das Brustbein hebst, das Kinn zum Brustbein ziehst, Jalandhara Bandha. Die Bauchdecke aktiv, indem du die Bauchdecke nach innen ziehst, als würdest du mit dem Bauchnabel die Wirbelsäule berühren, Uddiyana Bandha. Und den Beckenboden, den ziehst du zur Mitte zusammen, hebst nach oben ins Körperinnere, Mula Bandha. Halt alle drei Bandas aktiv. Atme ein drittes Mal ein. Heb am Ende der Einatmung das Kinn. Löse damit Jalandhara Bandha. Atme langsam aus. Löse erst im Bauch Uddiyana Bandha. Und dann am Ende der Ausatmung im Beckenboden Mula Bandha. Löse die Hände. Lass die Augen weich geschlossen. Und dann lass den Atem spontan und natürlich fließen. Ohne was hinzuzutun, schau den Atem nur an. Wie fließt der Atem jetzt? Und dann lass uns die Qualität des Lehrers eröffnen, die Guru-Qualität. Mit einem einfachen Mantra. Shri Gurubhyo Namaha. Lass uns das zusammen dreimal singen. Für einatmen die Hände über in Padma Mudra. Das ist, Padma bedeutet Lotus. So halt die Daumenspitzen zusammen, Kleinfingerspitzen, die Handgelenke. Die anderen drei Finger sind geöffnet und bilden so eine Art Blütenkelch. Halt das vor deinem Herzen. Schließ sanft die Augen. Und dann eröffne diese Qualität des Lehrers. Lass uns honorieren, all die, die vor uns da waren in der Vergangenheit. All die, die präsent sind in unserem Leben. All die, die kommen werden. Und vor allen Dingen genau diese Qualität in uns selbst, die uns führt, die uns leitet. Mit diesem einfachen Mantra. Shri Guru Bhyo Namaha. Dreimal atme vollständig aus. Bequem ein fürs Mantra. Shri Guru Bhyo Namaha. Shri Gurubhyo Namaha.
Shri Gurubhyo Namaha. Ausatmen, löse Padma Mudra. Und dann bildest du Sankalpa Mudra. Halte die linke Hand wie eine Schale geöffnet. Setz die rechte Hand oben drauf, wie Shake Hands. Leg dieses Päckchen auf deinen rechten Oberschenkel. Dann hast du den linken Arm in Verbindung mit deinem Herzen. Schließ sanft die Augen. Und durch diese Verbindung zum Herzen fühl hinein, was ist dort, was liegt dort geborgen. An Intention. Also genau das, was fühlt, was dich in die Praxis bringt. Das, was du heute für dich als Thema praktizieren möchtest, wirklich als Herzenswunsch. Und das legst du hinein in diese Schale deiner linken Hand. Benutze den Verstand dafür, dass du genau das formulierst, kurz und knapp. Und vor allen Dingen sei ehrlich zu dir selbst. Setz damit dieses Siegel, setz damit dein Sankalpa direkt in diesem kleinen Päckchen. Klar und tief. Lass es dich begleiten durch die Praxis, vielleicht für einen wesentlich längeren Zeitraum. Ausatmen, löst Sankalpa Mudra. Öffne langsam die Augen. Löst den Sitz aus und geh über in den herabschauenden Hund in Adho Mukha Svanasana. Weg und streck dich. Spreiz die Finger weit. Greif die Matte. Dreh deine Bizeps mehr zum vorderen Mattenrand. Hebe einatmend die Fersen an. Und ausatmend beugt beide Knie mehr. Zieh die Sitzknochen mehr rauf, nach oben zur Decke. Halt das. Streck die Knie mehr. Und lass dann ausatmen vom Körpergewicht die Fersen tiefer zum Boden ziehen. Dreh die Bizeps weiterhin zum vorderen Mattenrand. Zieh ausatmen deine Rippenbögen mehr ins Körperinnere und drück den Brustkorb weiter nach hinten zu deinen Füßen hin. Atme tief, atme ruhig. Zieh einatmen beide Fersen rauf. Ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne und schreite nach vorne. Stell die Füße an den vorderen Mattenrand. Einatmen, zieh den Rücken lang in die halbe Vorbeuge, Adho Uttanasana. Ausatmen, zieh dich aus den Hüften heraus. Erst mit langem Rücken tiefer, dann werde rund, Uttanasana. Volle Vorbeuge. Nochmal, einatmen, beug die Knie etwas, zieh den Rücken lang, Adho Uttanasana. Ausatmend, streck die Knie mehr, zieh die Sitzknochen rauf, zieh dich aus den Hüften in die volle Vorbeuge, Uttanasana. Nochmal, einatmen in die halbe Vorbeuge, Adho Uttanasana. Und ausatmen in die tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Mach das noch zweimal mehr in deinem eigenen Atemrhythmus. Wenn du bei so etwas Schwierigkeiten haben solltest, mit den Fingern den Boden zu berühren, nimm diese Blöcke, setz sie unter den Schultern auf. Einatmen in die halbe Vorbeuge in Adho Uttanasana. Und dann ausatmen, streck die Knie etwas mehr, zieh dich aus den Hüften tiefer, beug die Ellbogen mehr, lass dich etwas runder werden. Atmen ein, komm in die halbe Vorbeuge in Adho Uttanasana. Beug ausatmen die Knie mehr, führ die Hände zum Becken, zieh die Schultern zur Decke, die Ellbogen zusammen. Atme aus, zieh die Rippen rein und zieh den Nacken lang. Einatmen, richte dich auf. Und ausatmen, löse die Hände. Steh an deinem vorderen Mattenrand, in Tadasana, in der Bergstellung. Du kannst die Füße parallel halten, kannst sie aber auch klassisch stellen, so wie du es bevorzugst oder wie du es heute ausprobieren möchtest. In Tadasana, atme aus und aktiviere jede einzelne Faser von dir. Lass sie einen Tonus haben. Hab Präsenz im gesamten Körper. Atme ruhig und tief. Erinnere dich, was hast du für einen Sankalpa? Was ist deine Intention? Praktiziere im Licht dieser Intention. Einatmen, führ die Arme jetzt nur parallel zum Boden und zieh dann ausatmen, die Rippenbögen tiefer, damit deine Brustwirbelsäule neutral bleibt. Dreh die Bizeps weiter zur Decke rauf. Einatmen, zieh die Arme nach oben,
Möglichst direkt über die Schultern bei neutraler Wirbelsäule. Bleib hier, atme. Zieh die Rippen noch tiefer, dreh die Bizeps mehr nach hinten, führe die Oberarme weiter nach hinten. Atme ein hier und dann bring ausatmend den Kopf in sich weiter nach hinten. Den unteren Teil deiner Halswirbelsäule, schau rauf zu den Daumen, führe die Hände zusammen. Und dann sind wir in Urdhva, Namaskarasana. Ausatmen, löse die Hände, blick nach vorne, führe die Hände neben das Becken. Wir machen das noch einmal über die Seite. Einatmen für die Arme parallel zur Erde. Ausatmen, zieh die Rippen tiefer und dreh hier die Bizeps rauf nach oben. Einatmen für die Arme direkt über die Schultern. Das ist Urdhva Hastasana. Ausatmen, bring den Kopf etwas weiter nach hinten. Schau nach oben, führ die Hände zusammen. Urdhva Namaskarasana. Einatmen hier. Ausatmen, löst die Hände und dann geh über direkt in die volle Vorbeuge. Uttanasana. Atme ein, zieh den Rücken lang, Adha Uttanasana. Und ausatmen, schreite zurück in den Liegestütz, in Palakasana. Greif die Matte, dreh die Bizeps zum vorderen Mattenrand, atme hier. Drück ausatmen, den Brustkorb mehr rauf. Und bleib dort mit der Einatmung. Ausatmen, zieh die Schulterblätter weiter nach hinten. Atme ein und mach beides nochmal zusammen. Drück den Brustkorb rauf und zieh die Schulterblätter weiter nach hinten. Dann ausatmend, zieh den Oberkörper nach vorne unten für Chaturanga, dann Dasana. Atme ein hier und ausatmend, drück dich herauf in den Liegestütz und weiter in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Tief ein hier und langsam aus. Einatmen, zieh beide Fersen rauf. Ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne, schreite nach vorne. Halbe stehende Vorbeuge. Atme ein, zieh den Rücken lang, Adha Uttanasana. Ausatmen, zieh dich aus den Hüften tief in die Vorbeuge. Uttanasana. Einatmen, zieh den Rücken lang, richte dich auf, führe die Arme direkt nach oben in Urdhva Namaskarasana. Und dann ausatmen, dicke über in den Stuhl in Utkatasana. Einatmen hier. Ausatmen, zieh die Hände vors Herz in Anjali Mudra, das Becken weiter nach hinten. Atme ein hier und dann ausatmen, dreh auf zur rechten Seite. Verbinde deinen linken Ellbogen mit dem rechten Knie. Gedrehter Stuhl, gedrehtes Utkatasana. Zieh deine rechte Schulter weiter nach hinten. Dreh die linken Rippen weiter rauf, nach oben. Schau, dass die Knie auf gleicher Höhe sind. Verlagere das Gewicht mehr aufs rechte Bein. Atme ein hier, ausatmen, setze den linken Fuß weit nach hinten in den Ausfallschritt hinein. Atme tief und ruhig. Zieh die rechte Hüfte weiter nach hinten, das Schädeldach weiter nach vorne und eventuell den Blick auch weiter nach oben zur Decke. Einatmen hier, ausatmen, schau vor deinen rechten Fuß, verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß und stell den linken wieder nach vorne. Einatmen in Utkatasana zurück. Ausatmen, setz dich etwas tiefer. Heb das Brustbein. Einatmen, Anjali, vors Herz. Ausatmen, zieh das Becken etwas nach hinten. Ich tausche jetzt den Platz. Und dann drehst du zur linken Seite auf. Verbinde deinen rechten Ellbogen mit dem linken Knie. Dreh die rechten Rippen rauf. Zieh die linke Schulter nach hinten. Zieh die rechte Hüfte nach hinten. Einatmen hier. Verlagere das Gewicht aufs linke Bein, atme aus und setze den rechten Fuß weit nach hinten in den Ausfallschritt. Zieh mit der Einatmung Länge in der Wirbelsäule und dreh mit der Ausatmung tiefer hinein. Zieh das linke Becken mehr nach hinten, das Schädeldach nach vorne. Lass Anjali Mudra möglichst vorm Herz sein, nicht vor der Schulter. Schau rauf zur Decke, wenn das machbar ist. Atme hier tief ein und dann ausatmen, Blick vor deinen linken Fuß. Verlagere das Gewicht dort drauf, setz den rechten mit dazu. Einatmen zurück, Utkatasana. Dann ausatmen, streck die Beine, tauch ab in die volle Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, zieh den Rücken lang, Adha Uttanasana. Ausatmen, schreit zurück in den Liegestütz, Palakasana. Atme ein, drück den Brustkorb rauf. Und zieh die Schulterblätter nach hinten. Ausatmen, halber Weg nach unten, Chaturanga, dann Dasana. Bleib hier, atme ein. Und jetzt ausatmen, lass nur das Becken in die Erde.
Setz die Fußrücken auf die Erde. Zieh die Schultern mehr nach hinten. Heb das Brustbein. Cobra Bhujangasana. Tief ein hier. Ausatmen. Komm mehr zum Boden zurück. Stell die Fußbeine auf. Drück dich zurück in den herabschauenden Hand. Adho Mukha Svanasana. Verlängere den Atem. Tief ein. Und langsam aus. Einatmen, zieh beide Fersen rauf. Ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne, schreite nach vorne. Einatmen, Adho Uttanasana mit langen Rücken. Ausatmen, tief hinein, Uttanasana. Einatmen, richte dich auf, ganzer Weg nach oben, Urdhva Namaskarasana. Ausatmen, Blick nach vorne für die Hände neben das Becken in Tadasana. Nochmal weiter, einatmen nach oben, Urdhva Namaskarasana. Ausatmen, volle Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, langer Rücken, Adho Uttanasana. Ausatmen, schreite zurück in den Liegestütz, Palakasana. Einatmen, hier drück den Brustkorb rauf, zieh die Schultern nach hinten. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Lass das Becken in den Boden, Füße auf den Boden. Einatmen, Cobra Bhujangasana. Ausatmen, drück dich in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Tief ein und vollständig aus. Einatmen, zieh die Fersen rauf, die Schultern über die Handgelenke. Und ausatmen, zieh dein rechtes Knie zur Stirn. Roll dich ganz auf. Atme ein hier. Ausatmen, stell deinen rechten Fuß nach vorne zum vorderen Mattenrand. Einatmen, richte dich auf mit den Händen am Becken. Und ausatmen, beug das linke Knie mehr. Zieh dein Becken parallel zum vorderen Mattenrand. Zieh den unteren Bauch nach innen, das Schambein mehr rauf. Und dann streck langsam das hintere Knie mehr und mehr. Zieh dabei das Schambein noch stärker rauf. Bleib neutral im unteren Rücken, in der Brustwirbelsäule. Öffne damit deine Vorderseite von der linken Hüfte. Löse ausatmen die Hände. Einatmen für die Arme parallel zum Boden. Zieh ausatmen die Rippenbögen tiefer. Dreh die Bizeps nach oben. Einatmen für die Arme über die Schultern, Urdhva Hastasana. Tief ein hier und langsam aus. Für die Hände wieder zurück zum Boden, linker Fuß mit dem rechten zusammen nach hinten, herabschauender Hund, Adho Mukha. Tief ein und vollständig aus. Einatmen, zieh die Fersen rauf, die Schultern über die Handgelenke. Und ausatmen, zieh dein linkes Knie zur Stirn, roll dich ganz auf. Einatmen, hier aufgerollt und ausatmen, setz den linken Fuß nach vorne. Einatmen, richte den Oberkörper auf, nimm die Hände ans Becken. Beug ausatmen, das hintere Knie, um das Becken zu justieren. Zieh den unteren Bauch nach innen, oben, das Schambein kraftvoller rauf und noch kraftvoller, wenn du das hintere Knie mehr streckst und streckst. Vertief die Position mehr. Streck hinten mehr, beug vorne mehr, zieh das Schambein kraftvoller. Löst die Hände. Einatmen hier, ausatmen, zieh die Rippenbögen tief, dreh die Bizeps rauf. Einatmen, Urdhva Hastasana, Arme. Und ausatmen, vertief die Stellung. Nochmal tief ein. Dann ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Atme tief ein. Atme langsam aus. Atme ein, zieh die Fersen rauf. Atme aus und schau nach vorne, beug die Knie, schreite nach vorne. Einatmen, Adho Uttanasana. Ausatmen, Uttanasana. Dann einatmen, ganzer Weg rauf. Urdhva Namaskarasana. Ausatmen, für die Hände neben das Becken zurück. Tadasana. Ich möchte mit dir jetzt in den Handstand gehen, der sich nennt Urdhva Mukha Vrikshasana. Also der umgekehrte Baum. So, du kannst das je nach deiner Praxis selbst dir gestalten. Wenn du ihn frei praktizieren kannst, mach das. Ich stelle ihn gegen die Wand auf. Oder wenn das schwierig ist, bleib einfach in Uttanasana mit einem Bein weit nach oben gehalten. Das sieht dann ungefähr so aus. Wechsel dann nach ein paar Atemzüge das Bein. Geh tief hinein, führ das Bein so weit nach oben, wie es geht. Für den Handstand, den wollen wir halten ungefähr 30 Sekunden. Schwing dich dafür an der Wand auf.
Verlängere und vertief den Atem. Zieh die Rippenbögen kraftvoll zum Becken, Richtung Decke. Dreh weiterhin deine Bizeps zur Wand. Atme ruhig, atme tief. Bleib dabei, was du dir als Sankalpa gesetzt hast. Lass die Praxis in diesem Licht vom Sankalpa erfolgen. Gut, bleib einen Moment in Uttanasana, wenn du aus dem Handstand herausgekommen bist. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Und dann einatmen, richte dich auf. Komm zurück zur Matte, stell dich in die Mitte der Matte. Jetzt kommen wir zu dem Baum, den üblichen Vrikshasana. Verlagere dein Gewicht auf dein linkes Bein. Ich spiegel dich hier. Dreh dein rechtes Knie nach außen zum Fenster. Heb einatmend das rechte Knie rauf. Und setz den linken Fuß hüftgelenksnah. Rechten Fuß hüftgelenksnah an dein linkes Bein. Für einatme die Hände in Anjali vors Herz. Atme ruhig, atme tief. Tonisiere die gesamte Körpervorderseite. Halt den Beckenboden aktiv. Für einatmen die Arme direkt in Urdhvasthasana Arme. Und dann zieh ausatmen die Rippen tiefer. Dreh die Bizeps mehr nach hinten. Führ die Oberarme weiter nach hinten. Weiter zusammen. Mit gestreckten Ellbogen. Verbinde die Fingerspitzen oder vielleicht sogar die Handflächen miteinander. Halt deinen Drishti an einem Punkt, der unbewegt ist. Der Drishti ist der Blick mit den Augen und es gibt auch einen inneren Drishti, der liegt bei deinem Sankalpa. Einatmen hier. Ausatmen für die Hände in Anjali vors Herz. Zieh das rechte Knie nach vorne, stell den rechten Fuß neben den linken. Löse die Hände. Verlagere dein Gewicht auf das rechte Bein. Dreh dein linkes Knie nach links. Heb dein linkes Knie weiter an. Setz den linken Fuß an die Innenseite vom rechten Oberschenkel. Einatmen für die Hände in Anjali vors Herz. Atme aus und tonisiere mehr die Körpervorderseite. Einatmen für die Arme nach oben in Urdhvasthasana. Und ausatmend, zieh die Rippen tiefer, dreh die Bizeps mehr nach hinten. Führ die Oberarme weiter nach hinten. Weiter zusammen. Für die Fingerspitzen zusammen. Atme ruhig, atme tief. Dann ausatmen, zieh die Hände in Anjali vors Herz. Führ dein linkes Knie nach vorne, setz den linken Fuß neben den rechten, löst die Hände, steh in Tadasana. Gehen durch ein halbes Vinyasa. Atme ein für die Arme nach oben, Uttara Namaskarasana. Dann ausatmen in eine tiefe Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, zieh den Rücken lang, gerade Uttanasana. Ausatmen, schreite zurück in die Liegestütze. Einatmen hier nochmal, drück den Brustkorb rauf, zieh die Schulterblätter nach hinten. Ausatmen, Chaturanga Dandasana. Lass das Becken in die Erde, Fußrücken. Einatmen, Cobra Bhujangasana. Und ausatmen, drück dich in den herabschauenden Hund Adho Mukha Svanasana. Einatmen, zieh die Fersen rauf. Die Schultern über die Handgelenke. Heb einatmen das rechte Bein an, parallel zur Erde. Und dann ausatmen. Zieh das Knie zur Stirn, Stirn zum Knie. Einatmen hier. Ausatmen, rechter Fuß nach vorne. Stell den linken Fuß 90 Grad auf und dann etwas nach innen eingedreht. Einatmen, richte dich auf für die Grundstellung für Virabhadrasana 2. Du kannst klassisch mit den gestreckten Fingern praktizieren, Mudras, wenn du Mudras praktizieren magst. Zieh deinen linken Sitzknochen tief und schau über deine rechte Hand nach vorne. Bleib bei deinem Sankalpa. Parshvakonasana, kannst du deren Block nehmen an deiner rechten Fußaußenseite und dann ziehst du die rechte Hand dorthin. Die linke Hand nach oben, dreh den linken Bizeps mehr hinter dir, hinter deinen Kopf, da wo dein Hinterkopf hin zeigt und führe den linken Arm nach vorne. Stell den Block eventuell tiefer oder gar ohne Block, wenn du in die volle Form möchtest. Dreh die rechten Rippen rauf, schau unter deinem linken Arm nach oben. Einatmen hier, ausatmen, intensiviere die Stellung.
Drück das rechte Knie gegen deinen rechten Oberarm. Zieh die linke Hüfte mit nach hinten hin. Dort, wo dein Rücken hin zeigt. Dann einatmen, richte dich auf für Virabhadrasana 2. Und streck ausatmen dein rechtes Knie. Halt beide Beine gestreckt. Halt das rechte Knie gestreckt. Dreh es innerlich aus der Hüfte mehr nach rechts. Zieh die linke Hüfte auch dorthin. Halte die Flanken lang, atme ein. Und dann ausatmen, zieh die rechte Flanke lang, fühl die rechte Hand unter deiner rechten Schulter Richtung Erde. Auch hier gerne wieder auf den Block. Zieh die Wirbelsäule lang, atme ein. Und ausatmen, schau deiner linken Hand entlang rauf, nach oben. Dreh die rechten Rippen mehr rauf, dreh beide Bizeps mehr nach vorne. Trikonasana, erste Seite. Einatmen hier. Dann ausatmen, Blick vor deinen rechten Fuß, beug das rechte Knie, Übergang zu Adha Chandrasana, zum Halbmond. Schau, dass dein rechter Fuß exakt so bleibt wie in Trikonasana, dass er gerade nach vorne zeigt. Dreh die rechten Rippen mehr auf. Du kannst, löst den Blick, den Drishti von der Erde, schau weiter nach links, wo dein Bauch hin zeigt. Oder mit rauf nach oben zur Decke. Für den Atem auch hier, ruhig und tief. Einatmen hier. Ausatmen, Blick zur Erde. Beugt das rechte Knie tief, für den linken Fuß weit nach hinten. Geht zurück in Trikonasana. Dann ausatmen. Dreh den linken Bizeps mehr nach vorne und führ deinen linken Arm nach vorne, parallel zur Erde. Bleib dort. Zieh die Füße in sich kraftvoller zusammen. Atme ein und führe den rechten Arm mit dazu und bleib mit der Ausatmung. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Virabhadrasana 2. Einatmen hier in Virabhadrasana 2. Ausatmen, direkt in Chaturanga Dandasana. Einatmen, Cobra Bhujangasana. Ausatmen, Harapshona und Adho Mukha Svanasana. Ich wechsle meine Seite. Du bleibst auf deiner Matte, so wie du bist. Nimm noch einen tiefen Atemzug hier. Dann einatmen, zieh die Fersen rauf, die Schultern über die Handgelenke. Und ausatmen, dein linkes Knie mit der Stirn zusammen. Roll dich ganz auf, atme ein hier. Ausatmen, stell den linken Fuß nach vorne, setz die rechte Ferse in die Erde, dreh den rechten Fuß etwas nach innen ein. Einatmen, richte dich auf für Virabhadrasana 2, auf der zweiten Seite. Zieh die Flanken lang. Betone den linken Sitzknochen tief zu ziehen. Dein rechter Sitzknochen ist das, um den linken Oberschenkel möglichst parallel zur Erde zu bringen. Streck die Arme aktiv. Bleib entschlossen in deinem Sankalpa. Einatmen hier. Ausatmen. Zieh die linke Flanke lang. Führ die linke Hand neben deinem linken Fuß auf den Boden. Rechten Arm nach oben. Benutze immer Blöcke, wenn du Blöcke benutzen magst oder sie benötigst. Führ den rechten Arm nach vorne. Dreh den rechten Bizeps nach hinten. Dort, wo dein Rücken hin zeigt. Zieh dort die rechte Hüfte mit hin und drück das linke Knie mehr gegen den linken Oberarm. Schau rauf nach oben zur Decke. Tief ein. Langsam aus. Dann einatmen, richte dich auf. Zurück im Virabhadrasana 2. Streck langsam dein linkes Knie. Einatmen hier. Ausatmen, zieh die linke Flanke lang. Führ die linke Hand unter der linken Schulter zum Boden. Gerne auf den Block. Dann schau den rechten Arm entlang rauf zum Daumen. Du drehst innerlich dein linkes Knie, das linke Knie nach links, ziehst die rechte Hüfte mit dorthin, drehst die linken Rippen rauf, nach oben zur Decke, zieh die Wirbelsäule lang, dreh die Bizeps mehr nach vorne, einatmen hier, ausatmen, schau vor deinen linken Fuß, beug das linke Knie vor Adha Chandrasana, stell den Schritt kürzer, setz die Hand um. Dann streck langsam dein rechtes Bein nach oben, das linke Bein durch. So weit, bis es gerade ist.
löst den Drehstich vom Boden, schaue mit nach rechts oder gegebenenfalls mit rauf zur Decke. Zieh den Atem lang, tief. Einatmen hier. Ausatmen, Blick zum Boden, beug langsam das linke Knie. Führ den rechten Fuß weit nach hinten zurück, streck das linke Knie. Trikonasana. Dreh beide Bizeps mehr nach vorne. Einatmen hier. Ausatmen, zieh den rechten Arm nach vorne, parallel zur Erde. Die Füße kraftvoller zusammen. Einatmen, linker Arm dazu. Bleib mit der Ausatmung. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, Virabhadrasana 2. Tief ein, Vira 2. Ausatmend, direkt Chaturanga Dandasana. Jetzt setzt die Fußrücken auf, lass das Becken weg, die Knie weg. Einatmen, streckt die Ellbogen für den heraufschauenden Hund. Uddva Mukha Svanasana. Ausatmen, herabschauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Atme tiefer ein und vollständig aus. Nochmal tief ein und ganz aus. Atme ein, setz deinen linken Fuß eine Fußlänge vor, dreh ihn 45 Grad auf. Atme aus und setz den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Grundstellung der Füße für Virabhadrasana 1. Einatmen, richte dich auf. Führ die Arme mit nach oben in Uddva Hastasana Arme. Und ausatmen, intensivier die Stellung. Zieh das Becken mehr parallel zum vorderen Mattenrand. Beug das vordere Knie mehr. Zieh das Schambein kraftvoll nach oben. Einatmen hier. Ausatmen, bring den Kopf mehr nach hinten. Schau nach oben, für die Hände zusammen. Volle Stellung, Virabhadrasana 1. Einatmen hier. Ausatmen, halt die Hände schultergelenksbreit. Schau nach vorne unten. Und setz den hinteren Fuß auf den Fußball. Atme ein hier. Zieh den Oberkörper lang nach vorne. Ausatmen, geh über in Virabhadrasana 1. Entweder die Arme gestreckt vorne, wenn es einfach ist, seitlich neben dem Rumpf. Oder mehr in der klassischen Variante, du guckst mit geschlossenen Händen über die Daumen. Einatmen hier. Ausatmen, zurück in die Grundstellung von Vira 1. Für die Hände ans Becken. Streck dein vorderes Knie und schau, dass das Becken parallel sein kann zum vorderen Mattenrand. Verkürze eventuell den Abstand der Füße für Purvottanasana. Zieh das Becken parallel zum vorderen Mattenrand, mach deine Beine stark, heb einatmen das Brustbein, zieh die Schultern zusammen. Ausatmen nur aus den Hüften heraus. Zieh den langen Oberkörper nach vorne. Zieh die rechte Hüfte nach hinten, das Schädeldach nach vorne. Einatmen hier und dann ausatmen, geh tiefer mit langen Rücken und werde dann runter. Setz die Hände ruhig auf den Boden. Halt beide Beine stark, zieh innerlich die Füße zusammen, das rechte Becken nach hinten. Das ist ein tiefer Stretch für deine rechte Beinrückseite. Tief ein hier und langsam aus. Dann einatmen, richte dich auf, beug das vordere Knie, ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Atme tief ein in Adho Mukha, setz den rechten Fuß eine Fußlänge 45 Grad geöffnet vor und ausatmen, den linken Fuß nach vorne zwischen die Hände. Zieh das linke Becken nach hinten, einatmen, richte dich auf. Führ die Arme mit nach oben und Hastasana Arme. Ausatmen, twiste das Becken mehr parallel zum vorderen Mattenrand. Drück die rechte Hüfte nach vorne, zieh die Lenke nach hinten. Zieh den unteren Bauch nach innen um. Vertief die Position. Einatmen hier. Dann ausatmen, zieh den Kopf mehr nach hinten, schau nach oben, für die Hände zusammen. Atme ein, Vira 1, zweite Seite. Ausatmen, Blick nach vorne. Stell den hinteren Fuß auf den Fußball. Halte die Hände schultergelenksbreit. Atme ein, zieh den Rücken lang, weiter nach vorne. Dann ausatmend, weiter nach vorne, heb das hintere Bein. Streck beide Knie für Virabhadrasana 3, zweite Seite. Einatmen hier. Langsam aus. Nochmal tief ein. Dann ausatmend, beug das hintere Knie, setz den hinteren Fuß auf. Richte dich auf.
Streck dein vorderes Bein und für Ausatmen die Hände zurück zum Becken. Verkürzt gegebenenfalls die Schrittlänge etwas. Weder zu weit noch zu kurz, aber so, dass du das Becken parallel zum vorderen Mattenrand bringst. Mach die Beine stark, besonders stabilisiere das vordere Knie mit deiner gesamten Beinmuskulatur. Einatmen, hebt das Brustbein, zieh die Schultern zusammen. Ausatmen, auch hier nur aus den Hüften. Zieh den Oberkörper lang nach vorne. Dann mit der nächsten Ausatmung noch länger. Roll dich mehr ein, stütze dich ruhig etwas auf den Händen ab. Vereinfachte Version von Purvottanasana. Zieh den Rücken lang. Und nach vorne unten. Zieh die linke Hüfte nach hinten. Einatmend, richte dich auf. Ausatmend, setz die Hände auf und führe den linken Fuß nach hinten mit dem rechten in den herabschauenden Hund. Einatmen, beide Fersen rauf. Zieh die Schultern über die Handgelenke. Atme aus. Aktiviere mehr die Körpervorderseite. Einatmen hier, drück den Brustkörper auf und zieh die Schultern nach hinten. Ausatmen nochmal. Chaturanga Dandasana. Setz die Fußrücken auf. Einatmen, streck die Ellbogen, heb das Brustbein, zieh die Schultern nach hinten. Herauf, schon nach und. Urdhva Mukha Svanasana. Einatmen hier. Ausatmen, drück dich in den herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Tief ein. Vollständig aus. Einatmen, zieh die Fersen auf. Ausatmen, beug die Knie, schau nach vorne, schreite nach vorne. Einatmen, halbe stehende Vorbeuge. Ausatmen, tief hinein. Volle Vorbeuge. Uttanasana. Von hier einatmen, richte dich auf. Ganzer Weg nach oben. Urdhva Namaskarasana. Ausatmen, Tadasana. Atme tief ein. Atme langsam aus. Und beug die Knie mehr. So stütze ich mit den Händen ab und setze ich mit dem Becken mehr zur Mitte der Matte. Für die Zeigefinger in die Kniekehlen. Heb einatmen das Brustbein. Zieh die Schultern mehr nach hinten und ausatmen. Zieh die Rippen rein, zieh den Bauch rein. Bleib so lang und gerade. Komm ein bisschen nach hinten, sodass die Füße gerade und eben abheben. Halt die Füße geschlossen, die Knie zusammen. Heb die Unterschenkel parallel zur Erde. Für die Arme parallel zur Erde. Navasana. Wir bleiben hier. Wenn möglich, streckst du die Knie für die volle Version von Navasana, von dem Boot. Zieh den Atem ruhig, zieh den Atem tief. Nochmal tief ein hier. Dann ausatmen, für die Hände wieder zu den Knien, lass die Füße zum Boden. Richte dich auf und streck ein Bein nach dem anderen nach vorne aus. Zieh die Sitzknochen mehr in den Boden. Und wo es ein volles Navasana gibt, gibt es auch ein halbes Adha Navasana. Lass die Beine gestreckt. Jetzt mach das Gegenteil vom Hohlkreuz. Atme aus, zieh den unteren Bauch rein. Zieh das Schambein mehr zum Brustbein. Mach den unteren Rücken rund. Zieh alle Kraft in den Bauch. Roll dich ein. Führ die Hände hinter den Kopf. Die Ellbogen nach vorne. Zieh den Oberkörper etwas nach hinten. Sodass die Füße leicht werden, dann heb sie 10 cm an. Bleib kraftvoll im Bauch und führe die Ellbogen nach außen. Atme auch hier tief und ruhig. Noch 2 ruhige, tiefe Atemzüge. Bleib kraftvoll im unteren Bauch. Zieh das Schambein zum Brustbein. Tief ein. Ausatmend, lass die Füße in den Boden, setz die Hände neben das Becken und richte dich wieder lang auf. Für die nächste Haltung ist ein Block gut angebracht. Wir gehen in Virasana, in den Heldensitz. So, lass die Knie hüftgelenksbreit sein. Die Hüftgelenke sind nicht hier außen, die Hüftgelenke sind mehr innen. Lass die Knie also in dem Bereich aufgestellt. Und dann nach hinten die Beine etwas V-förmig auseinander, sodass dein Becken exakt zwischen die Fersen passt. Steck die Daumen in die Kniekehlen. Lass die Füße in Verlängerung mit den Unterschenkeln und dann zieh mit den Daumen über den Waden weiter nach hinten zu den Fersen hin, wenn du dich tiefer setzt.
So, ist das Becken im Boden? Okay. Ist der Druck in den Knien zu stark? Nimm einen Block. Ist das Becken in der Luft? Nimm auch einen Block. Setz einen Sitzknochen hier, den anderen dort auf. Das wäre dann ungefähr so. In Virasana nehmen wir einen Moment Zeit. Richte deinen unteren Rücken auf. Zieh die Rippenbögen etwas nach unten, sodass dein oberer Rücken auch neutral bleibt. Und von Virasana gehen wir über zu Supta Virasana. Setz die Hände etwas hinter den Füßen auf, dass du die Zehen noch berühren kannst. Zieh die Schultern weit zusammen. Heb das Becken. Zieh die Sitzknochen nach vorne. Mach das Gegenteil vom Hohlkreuz. Beug etwas die Ellbogen. Zieh die Schultern zusammen. Lass das Becken wieder tiefer zum Boden. Und dann so, dass du auf den Ellenbogen kommst. Hast du einen Block, geh nicht tiefer als bis zu den Ellenbogen. Hier nochmal. Heb das Becken mehr an. Zieh die Sitzknochen mehr nach vorne, lass das Becken tiefer kommen. Führ die Hände weiter nach vorne. Und dann gehen wir hier weiter über in Supta Virasana. Nimm erst den Kopf etwas als Hebel, damit du die Schulterblätter mehr in den Boden bringst. Zieh die Knie zusammen und zum Boden. Die Sitzknochen nach vorne, das Steißbein nach vorne. Führ die Arme hinter den Kopf auf den Boden und fass die Ellbogen. Bleib hier für wenige tiefe Atemzüge. Bleib kraftvoll in der Körpervorderseite. Praktiziere das Gegenteil von der Rückbeuge, innerlich gefühlt. Zieh also die Rippenbögen kraftvoll zum Becken, das Schambein rauf zum Brustbein, drück die Knie in den Boden, ziehe sie weiter zusammen. Und wieder raus. Führ die Hände zu den Füßen zurück. Heb die Schultern etwas an. Nimm den Kopf als Hebel, um Druck auf die Ellbogen zu bringen. Ausatmen, zieh das Kinn zum Brustbein, heb den Oberkörper mehr an, setz die Ellbogen auf und dann drück dich mit den Händen auf. Zurück aus wie Supta Virasana in Virasana. Verlager das Gewicht mehr nach vorne, setz die Hände auf, setz die Handflächen auf, strecke ein Bein nach hinten, dann das andere Bein. Einmal zurück in den herabschauenden Hund in Adho Mukha Svanasana. Tief ein. Und voll aus. Wir gehen weiter in Rückbeugen. Einatmen, zieh die Fersen rauf. Zieh die Schultern über die Handgelenke. Dann lass ausatmen, die Knie in den Boden. Für Ashtavakrasana. Lass dein Brustbein direkt zwischen die Handgelenke auf dem Boden. Lass das Kinn auf dem Boden. Zieh die Sitzknochen rauf. Zieh die Schultern nach oben zur Decke. Ashtangasana, 8-Punkte-Position. Dann setz die Fußrücken auf. Halte die Rückbeuge so, wie sie ist. Und einatmen. Geh über in die Kobra, in Bhujangasana. Streck die Knie aktiv. Bleib kraftvoll in der Körpervorderseite. Die steuert deine Rückbeuge. Die Schultern nach hinten, lifte das Brustbein. Einatmen hier. Ausatmen, komm etwas zum Boden zurück, stell die Fußbeine auf und drück dich in den herabschauenden Hund in Adho Mukha Svanasana. Nochmal tief ein hier. Und vollständig aus. Einatmen, zieh die Fersen drauf. Ausatmen, lass die Knie zum Boden. Ich möchte mit dir weitergehen in Ustrasana. Je nach deiner Praxis, entweder lässt du die Fußballen aufgestellt, dann sind die Fersen etwas höher mit den Händen, dass du dich gut heben kannst. Oder du setzt die Fußrücken auf den Boden. Dann sind die Hände etwas tiefer, die Rückbeuge ist tiefer. Du kannst deinen Block zwischen die Beine klemmen, damit mehr Druck generieren. Und über den Beckenboden dich insgesamt in der tiefen Rumpfmuskulatur besser stabilisieren. Nimm die Hände ans Becken. Atme aus, aktiviere den Beckenboden. Mula Bandha. Zieh den Bauch nach innen. Aktiviere die Rippenbögen. Halt die Hände am Becken. Halt diesen Rumpf aktiv und atme ein, heb das Brustbein. Zieh die Schultern mehr zusammen
Und ausatmen mit Kinnbein, Brustbein, zieh den Oberkörper weiter nach hinten. Dann einatmen, betonen die Öffnung mehr aus der Brustwirbelsäule heraus. Und ausatmen, geh etwas tiefer in die Rückbeuge. Löse eine Hand nach der anderen, führe sie zu den Fersen. Und nutze die Hände als Hebel, um das Brustbein noch weiter nach oben zu führen. Und ausatmen, die Rückbeuge etwas mehr zu vertiefen. Dann, wie wir es vorhin in Vira 1 gemacht hatten, führe den Kopf weiter nach hinten, betone den unteren Teil vom Hals. Dann gehe mit dem oberen Teil in die volle Streckung der gesamten Wirbelsäule. Atme tief und ruhig hier. Halt die Körpervorderseite super aktiv. Atme ein hier. Und dann ausatmen, zieh das Kinn zum Brustbein. Super kraftvoll im Bauch. Zieh dich weiter nach oben. Und dann löse den Block. Setz dich auf die Fersen. Schließ sanft die Augen, leg die Handrücken auf die Oberschenkel. Und genieß ein paar tiefe Atemzüge hier. Genieß die Ausdehnung, genieß das Pulsieren an dir. Öffne langsam, ausatmen die Augen. Wir gehen in eine Drehung. Ich spiegel dich hier. Bring die Beine nach vorne. Entweder lässt du dein linkes Bein gestreckt oder du nimmst den linken Fuß mit nach rechts. Überschlägst dein rechtes Bein über das linke. Hältst beide Hände an deinem rechten Knie. Atme ein, zieh den Rumpf lang. Und dann ausatmen, ohne Hände, dreh weiter nach rechts. Nochmal einatmen, mehr Länge. Ausatmen, twiste mehr. Setz die rechte Hand auf den Fingerspitzen hinter dir auf. Du kannst das Knie umarmen im Ellbogen oder einatmen höher, ausatmen, dreh mehr für die Außenseite von dem Ellbogen an die Außenseite von deinem rechten Knie. Dann zieh den Nacken lang und in dieser Länge dreh ganz angenehm dein Kinn mehr zur rechten Schulter. So, dass du Länge bringst in der Wirbelsäule mit der Einatmung und mit der Ausatmung aus der Rumpfkraft mehr heraus drehst. Tief ein hier. Bleib eingeatmet, dreh zur Mitte zurück und ausatmen, setz die Hände hinter das Becken, lehne dich nach hinten, tausch die Beine. Entweder gestreckt oder den anderen Fuß wieder mehr nach links, überschlag dein linkes Knie über das rechte. Schau, dass beide Sitzknochen den Boden berühren. Berührt dein linker Sitzknochen nicht und steht das Becken hoch, dann streck das Bein aus. Halt beide Hände an deinem linken Knie, atme ein, zieh länger. Dann löst die Hände, bleib in der Länge, atme aus und twiste ohne Hände. Hol die Kraft für den Twist aus dem Rumpf, atme ein, zieh mehr Länge und ausatmen, dreh mehr. Setz die linken Fingerspitzen hinter dir auf. Entscheide auch hier, ob du das Knie umarmst oder mit der Einatmung noch höher gehst mit der rechten Hand. Dann ausatmen, weiter drehst und die Außenseite von deinem linken Ellbogen ans rechte Knie bringst. Zieh den Nacken lang. Und dreh nur so weit das Kinn über deine linke Schulter, wie es dein Nacken bejaht, wie es angenehm ist. Vertief den Atem. Tief ein hier. Bleib eingeatmet, dreh zur Mitte zurück. Atme aus, setz die Hände hinter dir neben das Becken. Löse die Beine. Streck die Beine nach vorne lang aus. Zieh die Sitzknochen in den Boden. Du könntest hier, wenn es dir schwer gefallen ist, im Stehen die Fingerspitzen auf den Boden zu bringen, könntest du hier einen Gurt nehmen, in die Fußballen legen und schlägst ihn um die Handrücken. Und dann gehst du hier nur für die Aufrichtung deiner Lendenwirbelsäule. Wenn du tiefer hineingehen kannst in Vorbeugen, dann auch mit dieser Aufrichtungskraft aus den Hüften weiter nach vorne in die volle Vorbeuge. Nimm deine Variante, was deiner Praxis entspricht. Atme ein hier, ziehe den Rumpf lang. Und ausatmen, wieder nur aus den Hüften, mit langem Rücken, so weit nach vorne, wie es geht.
Nimm die Hände an die Unterschenkel, atme ein, zieh den Rücken noch länger. Und ausatmend, zieh dich weit und lang nach vorne. Halt die Füße vorne aktiv. Lass den Rücken bequem runder werden. Zieh den Atem tiefer und ruhiger. Die Hände dorthin, wo sie bequem hinkommen. Und bleib bei 2, 3 tiefen Atemzügen in voller Verbindung mit deinem Sankalpa. Atme dort hinein, verinnerliche deinen Sankalpa. Einatme, zieh den Rücken lang. Richte dich auf, führ die Arme mit nach oben. Ausatme die Hände hinter das Becken mit den Fingern nach vorn. Wie Liegestützhände. Stell die Füße auf. Und dann für den Tisch einfache Version für Povottanasana. Ausatmen, aktiviere dein Rumpfmuskelkorsett. Zieh den Bauch rein, Beckenboden an. Einatmen, heb das Becken weit nach oben. Heb den Brustkorb weit nach oben. Dreh die Bizeps nach vorne. Und zieh die Sitzknochen nach vorne zu den Knien hin. Lass das Kinn ruhig beim Brustbein. Atme tief, atme ruhig. Nochmal tief ein hier. Dann ausatmen, lass das Becken zum Boden zurück, behutsam. Leg dich auf den Rücken. Streck ein Bein nach dem anderen aus. Für Shavasana. Wenn du einen Zopf gebunden hast, schau, dass der Zopf etwas gelöst ist, sodass du den Hinterkopf wirklich zentral auf dem Boden ablegen kannst. Die Füße nahezu Mattenbreite. Lass die Handrücken auf dem Boden, die Handflächen nach oben hin strahlen. Und so bleib für die nächsten wenigen Minuten ruhig in Entspannung. Die Augen weich geschlossen. Lass den ganzen Körper los. Lass ihn von der Erde tragen. Und lass dich von deinem Atem atmen. Lass los.
vertief zunächst den Atem. Du bewegst die Finger, bewegst die Zehen, die Hände, die Füße. Beweg die Beine und bewege die Arme. Beginn dich zu recken und zu strecken. Stell ein Knie nach dem anderen an. Dreh dich behutsam über die rechte Seite. Und dann drück dich langsam auf mit dem linken Arm in einen aufrechten Sitz. Vereinatmen die Hände vom Herzen zusammen in Anjali Mudra. Und dann atme aus, öffne ganz langsam die Augen. Namaste. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal oder trag dich auch ein in unseren Newsletter, der steht unten in der Beschreibung. Wir freuen uns auf ein Feedback von dir. Alles Gute.